الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bei der 152. Frage sollten wir die Nutzen aufschreiben, die sehr, sehr wichtig sind für den Thema Schicksal und Vorherbestimmung Allahs. Und zwar der Punkt, dass das Böse und das Übel nicht zu Allah zum Teil zurückzuführen ist. Das Böse und Übel ist nicht zu Allah zurückzuführen, obwohl Allah der Erschaffer von alles ist. Und ohne seine Wille und ohne seine Erschaffung passiert auch nichts. Aber das Schlechte wird nicht zu Allah zurückgeführt, dass man sagt, er hat das Schlechte gemacht oder er hat was Schlechtes. Ja? Das wurde ja bei dem letzten Unterricht sorgfältig behandelt, aber als Nutzen schreiben wir uns auf, damit wir das Thema auch besser verstehen, was ist eigentlich das Übel oder der Übel? Das Übel oder der Übel? Das Übel. Das heißt Schar auf Arabisch. Was ist die Definition von Schar? Die Definition von Schar kann man in drei Arten verstehen, was eigentlich ein Übel ist. Und alle drei Arten ist Allah zum Teil davon frei zu sprechen, dass man eine von diesen Arten Allah zum Teil zuschreibt. Die erste Definition, wenn man sagt, das Übel bedeutet, dass man etwas an seinen falschen Platz platziert. Etwas nicht an seinen richtigen Platz platziert. Und das wäre die Ungerechtigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist frei zu sprechen, dass er etwas Ungerechtes tut. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sich die Ungerechtigkeit verboten hat, dass niemals von ihnen Ungerechtigkeit kommt. Und sogar als Religion hat er das verboten gemacht, jemanden anderen Unrecht zu tun. Und in Betrachtung von uns, wenn jemand etwas an seinen falschen Platz platziert, also etwas tut an seinem falschen Platz, dann ist das ungerecht, weil es nicht zu richtigen Platz gemacht wird. Und davon ist Allah subhanahu wa ta'ala frei zu sprechen. Das heißt, sowas passiert von wem? Von dem Geschöpfen. Dass sie etwas an ihrem falschen Platz platzieren, so entstehen zum Beispiel Klauen, Sterben, Töten, Kriege, Übel, ja? was die Menschen nicht sagen, zurecht machen. Dann die zweite Definition, wenn damit gemeint ist, mit Übel, dass Schaden bei jemandem oder bei etwas kommt, aufgrund das, was er gemacht hat, von Schlechtes, dann ist das eine Bestrafung. Bestrafung für das Übel, was gekommen ist von ihm. Und das zählt man nicht als sozusagen Übel, sondern das ist eine Gerechtigkeit. Deswegen ist Allah zu loben, wenn Gerechtigkeit ausgeführt wird.
Genauso wie jeder gelobt wird, wenn er die Gerechtigkeit ausführt. Deswegen gibt es die Bestrafung für die Verbrecher. Und die Bestrafung für die Verbrecher ist etwas zu loben, nicht als Übel zu sehen, sondern das Üble, das Übel wird mit Übel bestraft. Und das ist eine Kategorie von Gerechtigkeit. Und deswegen alles, was Allah Ta'ala macht, wenn etwas Schaden an jemanden zugefügt wird, was er bekommt, was von seinen Augen übel ist, ist ja auch etwas, was ihm trifft und was ihm schadet und so weiter. Aber im Waage von Allah Ta'ala ist es die Gerechtigkeit. Deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala zu loben bei das. Und deswegen ist das betrachtungsweise. Das heißt, von demjenigen, auf den das trifft, er sieht das als übel, weil das ihm schadet. Aber dass Allah subhanahu wa ta'ala das auf ihn treffen lässt, der hat das am richtigen Platz platziert, und dann ist das eine Gerechtigkeit. Und die dritte Sache, wenn man mit dem Übel meint, dass er nicht recht geleitet wurde zum Guten, das bedeutet, ihm fehlt das Gute. Wenn jemandem das Gute fehlt, dann bewegt er sich zum Schlechten. Aber achtet darauf, dass das Fehlen von Gute ist ein Nichts. Das Fehlen von Gute ist ein Nichts. Deswegen kann man Allah subhanahu wa ta'ala nicht zuschreiben, dass er was Schlechtes gemacht hat, sondern er hat das Gute von ihm abgehalten. Rechtleitung. Und das ist nicht etwas, was man Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, dass er was Schlechtes gemacht hat, was Übles gemacht hat. Sondern umgekehrt, demjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala die Rechtleitung gegeben hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Barmherzigkeit gegeben, extra. Aber demjenigen, der das nicht gegeben hat, hat er ihm jetzt nichts Übles gemacht, sondern er hat ihn nur von seiner Barmherzigkeit abgehalten. Ja? Deswegen kann dich jetzt niemanden tadeln, wenn du einen Armen nicht gegeben hast, als gute Tat. Ja? Und du hast einem anderen Armen was gegeben. Denjenigen, wenn du gegeben hast, wirst du dafür zu loben, dass du jemanden gegeben hast. Den anderen, den du nicht gegeben hast, ja, wirst du nicht dafür zu Rechenschaft gezogen oder wird dich niemand tadeln, warum du jetzt diesen nicht gegeben hast. Aber dass du gibst, dass jemand von Allah subhanahu wa ta'ala die Rechtleitung bekommt, muss er Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken. Aber in diesem Sinne, wer nicht die Rechtleitung hat, der bewegt sich zum Schlechten. Von ihm kommt dann viel Übel. Warum kommt von ihm viel Übel? Weil er von Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Signale bekommen hat, dass er rechtgeleitet ist. Und wer nicht rechtgeleitet ist, bewegt sich dann zum Schlechten. Aber wenn man jetzt in diese Betrachtung Ash-Sharr definieren will, Ash-Sharr ist hier in diesem Sinne ein Nichts. Das heißt, ein Fehlen von Guten. Das Fehlen von Guten und Abhaltung von Guten ist eigentlich nicht eine Handlung, sondern ein Nichts. Der hat nicht das Gute bekommen. Deswegen kommt Übel. Und deswegen kann man da hier nicht eine Tat Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, dass Allah subhanahu wa ta'ala was gemacht hat, was Übles gemacht hat, sondern
Hier sagt man nur, Allah Ta'ala hat ihn von seiner Huld und von seiner Gunst abgehalten und nicht die Rechtleitung gegeben. Und Allah Ta'ala kann man nicht verpflichten oder anordnen und so weiter, dass er sagt, du musst allen rechtleiten. Und du musst allen das geben, was sozusagen von Rechtleitung ist. Ja? Sondern das ist eine Gunst von Allah, die Allah gibt, wie er will. Und natürlich auch nach seiner Weisheit. Deswegen, wenn er das Gute von jemandem abhält und nicht gibt, ist das nicht als Übel zu bezeichnen. Deswegen in allen drei Kategorien und in allen drei Fällen ist das Schlechte nicht Allah zuzuschreiben. Ist das Schlechte nicht Allah zuzuschreiben. Und auch als Nutzen von dieser Frage entnimmt man das Benehmen gegenüber Allah zum Teil. Was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat bei diesem Dua, Allah sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wal khayru kulluhu bi yadik. Das Gute ist alles in deiner Hand. Was sharru laysa ilayk. Das Üble ist nicht zu dir zurückzuweisen oder zuzuordnen. Wir ordnen nicht den Üblen Allah zu. Aber dennoch ist alles in Erschaffung von Allah. Alles ist sozusagen, was geschieht, ist Wille von Allah SWT und Erschaffung von Allah SWT. Aber zu, als Benehmen mit Allah SWT sollte man das sagen, dass das Schlechte nicht zu ihm zurückzuführen ist. Ist ja auch nicht Schlechtes in Handlung von Allah. Jetzt die 153. Frage. Liest du, inshallah, Bruder Abdurrahim? Frage 153. Haben die Diener Macht und Willen über ihre Taten? Ja, die Diener haben Macht über ihre Taten und sie haben den Wunsch und den freien Willen. Ihre Taten sind ihnen in Wahrheit zugeschrieben. Sie sind mit ihnen beauftragt und werden dafür belohnt oder bestraft und Allah erlegt ihnen nur das auf, was sie zu tragen vermögen. Stopp. Also, haben die Diener Macht und Wille? Natürlich haben die Diener Macht und Wille. Und ihre Taten werden ihnen zugeschrieben. Das heißt, wenn jetzt jemand Unzucht begeht, dann sagt man, diese Person hat Unzucht begangen. Weil das ist seine Tat, die er gemacht hat. Der andere hat gebetet. Dann sagt man, diese Person hat gebetet. Und auch die ganzen Hadithe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer sagt, wer tut, wer macht, wer das. Das heißt, das sind alles Taten, die zu den Liedern sozusagen zugeordnet werden, dass die das gemacht haben. Und die haben das wirklich gemacht. Ja? Und auch aus dem Grund werden sie auch zur Rechenschaft gezogen. Und ist es das, was Allah subhanahu wa ta'ala auch ertragen hat. Und sie werden dafür belohnt und dafür bestraft, je nachdem, was ihre Taten sind. Deswegen, damit man nicht in die irregeleitete Gruppe kommt, die gesagt haben, die Diener haben, haben gar keine Entscheidung, haben gar keinen Wille, dann ist es eine definitiv falsche Idee oder sozusagen Ideologie, dass man glaubt, die Diener haben keinen Wille oder haben nicht, tun nicht wirklich ihre Identitäten. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen nur das sozusagen zur Pflicht gemacht, was in ihrer Rahmensmöglichkeit ist. Ja, weiter. All dies hat Allah subhanahu wa ta'ala für sie im Koran und die Sunna bestätigt. Und mit all dem, den Taten, hat er sie, seine Diener, beschrieben. Sie können jedoch nur das leisten, wozu
denen Allah die Fähigkeit gegeben hat. Und das ist auch eine andere Sache. Die sollte man auch immer beibehalten im Kopf. Allah hat ihnen die Macht gegeben und sie können nur das machen, was Allah ihnen Macht gegeben hat. Also wofür Allah ihnen Macht gegeben hat. Das heißt, es geht keiner außerhalb, außer Rahmen von Macht von Allah. Das heißt, es gibt keine Macht außer seiner Macht. Jedenfalls können sie nicht wollen, außer Allah willen, wie es in den Texten über Wunsch, Wille und Schöpfung erwähnt wird. Da sie ihre Seele nicht erschaffen haben, können sie auch ihre Taten nicht erschaffen haben. Ihre Macht, ihr Wunsch, ihr Wille und ihre Taten folgen seiner Macht, seinem Wunsch, seinem Willen und seinen Taten, weil er ihr Schöpfer und der Schöpfer ihrer Macht, ihres Willens, ihres Wunsches und ihrer Taten ist. Auch eine sehr wichtige Sache. Allah ist der Schöpfer von ihrer Macht. Allah ist auch der Schöpfer von dem Willen des Menschen und von jedem. Und Allah ist auch der Schöpfer von ihren Taten. Ich habe das nicht verstanden. Der Schöpfer, das Allah erschafft. Es gibt nichts, was entsteht, oder was wir sehen an Handlungen, außer dass Allah das erschafft. Das heißt, Allah ist Erschaffer von den Personen. Und Allah ist Erschaffer von der Wille von der Person. Wenn er eine Wille bekommt, kommt diese Wille nicht, ohne dass Allah diese Wille in ihm erschafft. Und auch die Handlung von dieser Person kommt nicht diese Handlung, außer dass Allah ihm diese Handlung erschafft. Deswegen ist derjenige in Kraft und in Gesundheit, weil Allah das bei ihm erschaffen hat. Und ist derjenige unfähig, weil Allah ihn unfähig gemacht hat. Deswegen, egal was das für Tat ist, sei es gute Tat oder schlechte Tat, die entsteht nicht, ohne dass Allah es erschafft. Und egal welche Wille das ist, ob das eine gute Wille oder schlechte Wille ist, diese Wille entsteht nicht, außer wenn Allah es erschafft. Und auch die Person, egal was für Person, diese Person existiert nicht, ohne dass Allah es erschafft. Allah ist der Erschaffer von dem Willen, von den Taten und von den Geschöpfen selber. Ja, weiter. Zudem sind ihre Macht und Taten Allahs. Genauso wie sie selbst nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala sind, erhaben ist er darüber. Ihre von Allah erschaffen. Also hier sollten wir auch holst du etwas zurück, damit wir den Satz nochmal richtig verstehen. Zudem sind ihre Macht und Taten Allahs, genauso wie sie selbst nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala sind, erhaben ist er darüber. Ist irgendwas? Fehlt was. Und? Davor? Noch weiter vor? Ja. Okay. Ich mache nochmal den ganzen Absatz von oben. Ja, gut. Okay. Da sie ihre Seele nicht erschaffen haben, können sie auch ihre Taten nicht erschaffen haben. Ihre Macht, ihr Wunsch, ihr Wille und ihre Taten folgen seiner Macht, seinem Wunsch, seinem Willen und seinen Taten, weil er ihr Schöpfer und der Schöpfer ihrer Macht, ihres Willens, ihres Wunsches und ihrer Taten ist. Zudem sind ihre Macht und Taten Allahs, genauso wie sie selbst nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala sind, erhaben ist er darüber. Das ist nicht genau dieses. Sag, يوم ليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليس هو هم إياه تعالى الله عن ذلك. Also der Wille und der Wunsch und die Macht und die Taten von den Geschöpfen sind nicht die gleiche Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Gleiche Tat, gleiche Wunsch, gleiche Macht. Sondern
sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala erschafft es. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschafft und das, was Allah subhanahu wa ta'ala will, das, was Allah subhanahu wa ta'ala tut, ist nicht das Gleiche, was der Mensch tut, was der Mensch will. Sagt er hier, um das nochmal deutlich zu verstehen, genauso wie die Personen und die Geschöpfe nicht Allah sind. Das heißt, wenn wir als Menschen und als Geschöpfe uns von Allah subhanahu wa ta'ala unterscheiden, dass wir ein Wesen sind, der nicht gleich das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist auch unsere Wille nicht der gleiche Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Das heißt, wir haben einen Wille, Allah erschafft den Wille in uns, aber das ist nicht der gleiche. Unser Wille ist nicht das gleiche der Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie wir als Wesen nicht gleich das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erschaffer, ist der Lenker, ist derjenige, der in uns Leben bringt, Willen, sozusagen den Willen, den wir haben, erschaffen, der sozusagen verhilft, das, was man erreichen will, das zu machen. Aber wir können nicht das in einen vermischen, dass wir den Schöpfer mit dem Geschöpf vergleichen, dass er das Gleiche ist, sondern Allah ist Allah, der Schöpfer ist Schöpfer. Der Wille Allah ist Wille Allahs und Wille von Schöpfer ist Wille von Schöpfer. Und Allah ist derjenige, der alles Macht gibt, alles Kraft gibt, alles lenkt und so weiter. Aber trotzdem sagt man nicht, der Wille des Menschen ist der gleiche Wille von Allah, sondern Allah ist derjenige, der seinen Wille hat und der erschafft den Wille bei den anderen, bei den Geschöpfen. Aber der Wille von dem Geschöpf ist nicht gleich der Wille von Allah. Ja, das ist zu unterscheiden. Damit, das ist so diese korrekte Übersetzung. Ja. Weiter? Ja. Okay. Ihre von Allah erschaffenen Taten jedoch sind für sie geeignet und in Wahrheit zugeschrieben. Aha. Also jetzt kommt nochmal eine Erklärung für das, was ich eben gesagt habe. War nicht ihre Taten, die Allah erschaffen hat, aber ihre Taten, die Allah erschaffen hat, sind zu ihnen, also zu den Geschöpfen zuzuordnen. Und es sind ihre Taten, die man zuordnet, wer das gemacht hat, wer gebetet hat, wer gefastet hat, wer geschimpft hat, wer Kufr gemacht hat, wer geglaubt hat. Das sind alles Taten, die man zu den Dienern, zu dem Geschöpf zuschreibt. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der das erschaffen hat. Jetzt vermischt man nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, mit das, was zu dem Diener zuzuordnen ist. Wenn man sagt, das Gebet, wer hat gebetet? Das Gebet, wer hat das Gebet verrichtet? Der Diener. Wer hat in ihm die Kraft erschaffen, dass er betet? Allah. Diese Tat ist nicht gleich diese Tat. Okay? Das ist jetzt eine Unterscheidung. Ja. Und sie sind die Spuren von Allahs Taten und seiner Eigenschaften, die zu ihm passen und ihm in Wahrheit zugeschrieben werden. Das heißt, die Taten von Allah sind Allah in Wahrheit zuzuschreiben und die Taten von Mensch sind zu dem Mensch in Wahrheit zuzuschreiben. Und alles, was wir haben an Taten oder so weiter, sind Spuren von Handlung von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wir sind Spuren von Erschaffung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der erschafft. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der erlenkt. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns Kraft gegeben hat. Die Fähigkeit gegeben hat und so weiter und so fort. Die Eigenschaften, die wir haben, sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Sogar die Unterschiede, die wir haben, ist Allah subhanahu wa ta'ala auch durch Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer mehr Kraft hat, wer weniger Kraft hat, wer mehr Macht hat, wer mehr Geld hat, wer mehr erreichen kann, wer nicht mehr erreichen kann, wer Kraft hat, aber nicht viel erreichen kann. Alles ist sozusagen Verteilung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir müssen hier an diesem Punkt wirklich unterscheiden, was wir
Allah zuordnen, was er den Diener zuordnen, weil diejenigen, die das vermischen, die kommen damit nicht klar, wie kann es sein, dass der Diener die Sünden macht und dann, wir müssen ja daran glauben, dass Allah der Erschaffer von alles ist, das heißt, dann müssen wir das Allah zuzuschreiben. Dann kamen zwei Gruppen, die einen, die gesagt haben, der Mensch hat gar keinen Willen, ja, das ist alles Allahs. Das heißt, der hat die Taten von Allah und die Taten von Menschen zusammen gemacht, zu einer Sache, ist alles die gleiche Sache. Und die anderen, die haben gesagt, nein, wir müssen Allah davon lossprechen. Die haben auch die gleiche Idee gehabt, aber dann wollten sie Allah lossprechen, dass Allah sagen kann nicht sein, das ist alles Sünden und Übel und so weiter. Das müssen wir von Allah freisprechen, von solchen Sachen. Dann haben die gesagt, okay, der Mensch selber ist derjenige, der seine Taten erschafft. Ahl-Sunnah und Jama'ah haben getrennt. Die haben aufgeklärt, die haben gesagt, die Taten von Allah sind Allah zuzuschreiben und die Taten des Menschen sind dem Menschen zuzuschreiben. Allah ist derjenige, der Kraft gibt, der erschafft, der lenkt und der Wille hat und den Wille in den Menschen erschafft. Ja? Und der Mensch ist tatsächlich zu ihm zuzuschreiben, was er gewählt hat von Taten, was er gemacht hat, was er sozusagen geschimpft hat, geredet hat, Gutes gemacht hat, Schlechtes gemacht hat. Das sind alles Taten, die Allah SWT dem Menschen im Koran und der Sunna zuschreibt. Ja? Das sind das, was ihr vorausgeeilt habt. Das heißt, das ist eure Taten. Allah SWT schreibt den Menschen Taten zu. Und schreibt sich selber die Erschaffung zu. Und die Rechtleitung. Und alles andere, was Allah zuzuschreiben ist, müssen wir so behalten, dass es Allahs Taten sind. Und alles andere, was dem Menschen zuzuschreiben ist und was Allah so den Menschen beschrieben hat, dann müssen wir das auch so festhalten. Und so kann man trennen, damit man nicht in einer von diesen irregeleiteten Gruppen gerät. Dann weiter. Somit ist Allah der wahrhaftig Tuende und der Diener ist der wahrhaftig Beeinflusste. Allah ist der wahrhaftig Rechtleitende und der Diener ist der wahrhaftig Rechtgeleitete. Und so hat er die beiden folgenden Taten dem Handelnden zugeschrieben und sagt, wenn Allah Recht leitet, der ist in Wahrheit Recht geleitet. So ist die wahre Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala und der Diener empfängt die wahre Rechtleitung. Das Geben der Rechtleitung ist nicht wie das Empfangen der Rechtleitung. Und so leitet Allah subhanahu wa ta'ala auch irre, wen er will, und folglich kann der Diener ein wahrhaftig Irregehender sein. Auf diese Weise verhält sich Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seine Diener. Wer die Tat und das Beeinflussen den Diener zuschreibt, wird zum Glaubensverweigerer. Und wer sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala beeinflusst wird, wird zum Glaubensverweigerer. Wer den die korrekte Übersetzung, der hat den Kufr begangen. Der hat den Kufr begangen. Der hat eine Unglaube begangen. Also wir zum wer? Ungläubigen. Nein, oder der hat den Unglauben begangen. Der hat den Unglauben begangen. Wer dem Schöpfer die Tat zuschreibt und den Geschöpfen das beeinflusst sein, ist ein wahrer Gläubiger. Also hier, das Ergebnis von das, was er die ganze Zeit erklärt hat, der Verfasser, der hat gesagt, wer jetzt die Tat von Allah SWT und die Beeinflussung von der Tat, das heißt, was eigentlich dem Menschen zuzuschreiben ist, alles dem Menschen zuschreibt, der hat einen Kufr begangen, weil er dann den Menschen beschreibt mit dem, was Allah tut. Das heißt, zum Beispiel die Qadariya, die haben die Überzeugung, dass der Mensch selber seine Taten erschafft. Jetzt haben die das beides zusammen gemacht. Ja? Dass das, was der Diener wirklich macht und dass Allah das bei ihm erschafft, haben die beides dem Diener zugeschrieben. Das ist ein Unglauben. Und sagt er dann hier, und wer beides Allah zuschreibt, das heißt, er bestreitet, dass die Menschen Taten haben oder Willen haben und so weiter, und in Wirklichkeit ist Allah SWT, der alles tut, dann hat er auch einen Unglauben begangen. Warum? Weil er schreibt Allah zu, dass er, wal-iyadu billah, den Zina macht. Oder das Gebet verrichtet,
oder die ganzen Taten von den Menschen, schreibt er Allah richtig zu. Das ist auch ein Unglaub. Deswegen muss man trennen. Das ist das Ergebnis von das alles, was der Verfasser erklärt hat, obwohl die Sprache ein bisschen schwer ist, das zu verdauen. Ja, aber hier hat man das anhand dieses Ergebnisses. Wofür macht man diese Trennung? Wofür sagt man, warum sagt man, wir müssen Allahs Handlungen von den, von den Handlungen der Diener trennen, damit man nicht in irre geleitete Weg kommt und Allah etwas zuschreibt, was ihm sozusagen nicht zuzuschreiben ist, wovon man Allah subhanahu wa ta'ala freisprechen sollte. Ja. Oder dass man den Diener nicht etwas sozusagen zuschreibt, was er gar nicht in seiner Macht ist. Ja. Die Erschaffung ist nicht in Macht des Dieners. Also, stell dir vor, der Diener kann erschaffen. Das ist eine Sache, die gewaltig ist. Ja? Du kannst deine Tat erschaffen. Das ist gewaltig. Du kannst nicht deine Tat erschaffen. Auch wenn es eine Übeltat ist, die passiert nur, wenn Allah das erschafft. Wie viele schlechte Willen oder schlechte Absichten sind nicht in Taten gewandelt. Wenn man das erschafft, wenn der Mensch die Macht hat, zu erschaffen, dann wird alles, was in seinem Kopf ist von Üblen, möglich sein zu erschaffen. Das passiert aber nicht. Passiert nur, was Allah will. Deswegen ist die Erschaffung nur Allah zuzuschreiben. Ja. Deswegen hier kommt das sehr wichtig, dass wir unterscheiden. Die Taten, die den Dienern zuzuschreiben sind, ist das, was er macht. Und vor allem derjenige, der sich nicht vom Koran und Sunna trennt, der kommt nicht in so einen Irrweg. Warum? Weil Allah spricht uns an im Koran. Und im Koran finden wir, was Allah den Diener zuschreibt und was Allah sich selber zuschreibt. Wenn wir einfach nur dem Koran folgen oder die Sunna des Propheten folgen, dann haben wir diese Trennung ganz deutlich. Ja, dann brauchen wir nicht mehr diese falschen Verständnisse von diesen irregeleiteten Gruppen zu folgen. Und deswegen sagt hier am Ende der Verfasser, was den Gläubigen ausmacht, liest du nochmal, Abdurrahim. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. So ist die wahre Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala und der Diener empfängt die wahre Rechtleitung. Das Geben der Rechtleitung ist nicht wie das Empfangen der Rechtleitung und so leitet Allah subhanahu wa ta'ala auch irre, wen er will und folglich kann der Diener ein wahrhaftig irregehender sein. Auf diese Weise verhält sich Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seine Diener. Wer die Tat und das Beeinflussen dem Diener zuschreibt, wird zum Glaubensverweigerer und wer sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala beeinflusst wird, wird zum Glaubensverweigerer. Wer dem Schöpfer die Tat zuschreibt und den Geschöpfen das beeinflusst sein, ist ein wahrer Gläubiger. Und wer, nochmal, letzter Satz, wer? Wer dem Schöpfer die Tat zuschreibt und den Geschöpfen das beeinflusst sein, ist ein wahrer Gläubiger. Genau. Beeinflusst sein, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm das erschafft. Ja? Das heißt, er ist nicht selber, der das erschafft, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm das erschafft, so dass er dann dadurch die Tat gemacht hat. Ja? Das heißt, die Rechtleitung zum Beispiel. Die Rechtleitung. Wer tut die Rechtleitung? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer wird recht geleitet? Der Diener. Ja? Das heißt, der Diener ist derjenige, der recht geleitet wird. Und der sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der recht leitet. Deswegen sollten wir diese zwei Sachen unterscheiden. Genauso mit dem Irreführen. Wer ist derjenige, der irreführt? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist derjenige, der irregeht? Der Diener. So muss man das auch unterscheiden. Hier eine schöne Erklärung von Sheikh Mathaymi. Das, was wir als Nutzen nehmen. Wie können wir das in Einklang bringen, dass die Taten des Dieners erschaffen sind
und dass man die Taten des Dieners zu ihm zuschreibt. Wie können wir das jetzt in Einklang bringen? Taten des Dieners hat Allah erschaffen. Und Tat des Dieners ist ihm zuzuschreiben. Wenn du sagst, wer hat gebetet? Der Diener. Wer hat uns Unzucht gemacht? Der Diener. Wie können wir das jetzt in Einklang bringen, dass Allah ist derjenige, der es erschaffen hat, aber der Diener ist das zuzuschreiben, dass er das gemacht hat? Dann sagt man, Punkt 1. Erstens, der Diener, also die Taten der Diener, gehören zu seiner Eigenschaft. Die Taten der Diener gehören zu den Eigenschaften vom Diener. Stimmt oder nicht? Ja? Wenn er sagt, wen nehme ich als Beispiel? Er passt nicht so gut auf. Okay. Mein Sohn da hinten. Ja. Zu seiner Eigenschaft jetzt gehört, dass er schläft. Ja. Also ich beschreibe jetzt meinen Sohn. Der schläft, der isst, der trinkt. Ja. Wenn ich jetzt über diese Taten spreche, was sind das? Ich sage, das sind Eigenschaft von der Person. Ja. Und jetzt will ich das in Verbindung bringen, dass Allah der Erschaffer ist. Dann sage ich, okay, Allah ist der Erschaffer von meinem Sohn und Erschaffer von seinen Eigenschaften. Genau wie Allah Ta'ala den Mensch erschaffen hat mit zwei Augen, mit Ohren, mit Nase, mit Mund. Das sind seine Eigenschaften und sein Wesen. Hat Allah Ta'ala auch den Diener erschaffen mit seinen Taten. Und auch den Willen erschaffen. Erschaffen hat? Die Eigenschaften. Das heißt, der hat den Wesen und seine Eigenschaften erschaffen. Das heißt, all die Taten von dem Diener sind erschaffen von Allah. So haben wir das in Einklang. Aber wer es denn wirklich tut, wer ihm dann zuschreibt, dass er das macht, schläft, der Diener. Jetzt haben wir aus dieser Sicht das geklärt, dass die Tat dem Diener zuzuschreiben ist und dass sie gleichzeitig auch erschaffen von Allah unterlässt. Der zweite Punkt, sagte Sheikh Uthaymeen, jede Tat entsteht nicht, außer wenn dahinter einer Wille steckt. Erstens und körperliche Fähigkeit steckt. Zweitens. Kannst du eine Tat machen, ohne dass eine Wille dahinter steckt? Unmöglich, ne? Unmöglich, dass du eine Tat machst, ohne dass eine Wille dahinter steckt. Außer bestimmte Taten. Welche sind das? Die unbewussten Taten. Unbewussten Taten. Wie das Zwinkern der Augen. Oder das Zittern des Körpers, wenn Kälte kommt, das Ganze. Bitte? Atmen zum Beispiel. Atmen. Manchmal machst du Atmen bewusst und manchmal unbewusst. Ja? Aber alle. Ja. Also Zwinkern auch. Zwinkern, ja, kann man auch bewusst und unbewusst machen. Ja? Das Herz zum Beispiel im Inneren, alles was abläuft, ja, ist nicht deine Kontrolle. Aber deine Taten, die du sozusagen machst, wo man sagt, okay, das ist jetzt deine Verantwortung, die können nicht entstehen ohne einen Wille. Und auch die können nicht entstehen, weil nicht jede Wille wird auch zur Tat, ohne die Fähigkeit des Körpers. Ja? Das heißt, wenn die zwei zusammenkommen, sagt man, okay, der Diener hat das gemacht. Weil der Diener wollte das und der Diener konnte das. Ja? Und jetzt auf Allah betragen, wenn wir das jetzt auf Allah betragen, Allah ist derjenige, der ihm den Wille gegeben hat und erschaffen hat.
Und ist derjenige, der ihm die Macht gegeben hat und erschaffen hat. So dadurch konnte er diese Tat machen. Deswegen, die Tat ist tatsächlich dem Diener zuzuschreiben, dass er gemacht hat. Und Allah ist derjenige, der erschaffen hat bei ihm. Hat ihn bei ihm den Willen erschaffen und hat bei ihm die Macht erschaffen. Und somit kann man dann verstehen, was Allah zuzuschreiben ist und was dem Diener zuzuschreiben ist. Zweiter Punkt. Es ist sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Tat des Dieners und Tat von Allah. Und gleichzeitig heißt das, wir müssen dann auch unterscheiden zwischen das, was wir Allah zuordnen und zuschreiben, das, was wir dem Diener zuschreiben. Jetzt einfach nur nachdenken. Wenn Allah SWT erschafft, einfach nur jetzt abgesehen, was erschaffen worden ist. Das Erschaffen an sich ist was? Vollkommenheit. Stimmt? Wer kann erschaffen? Keiner. Keiner außer Allah SWT. Ja? Eine Vollkommenheit, dass er aus dem Nichts was macht. Ja? Deswegen, wenn man betrachtet die Handlung von Allah SWT, die sind alles nur Vollkommenheit. Ja? Dann, wenn man guckt auf den Diener selber, was er will, was, wie er sich zum Schlechten bewegt, was von Übel entsteht, sagt man, okay, hier ist das, was man sagen, tadelt oder als Übel bezeichnet. Nicht die Tat von Allah, die Tat von Allah ist eine Erschaffung. Das heißt, er hat den Diener erschaffen, das heißt eine Seele lebendig gemacht, ja, dass sie sich bewegt, dass sie, der hat ein Leben gegeben. Das ist was? Seine Vollkommenheit. Und er schafft aus dem Nichts. Das ist eine Vollkommenheit. Und gibt Kraft. Der gibt Kraft. Das ist Vollkommenheit. Ja? Dass jetzt das Bewegen der Seele zum Übel, deswegen bestraft Allah SWT. Deswegen gibt es Paradies, Höllenfeuer. Für das, was sich die Seele bewegt und entscheidet und so weiter. Und aber, sie sind alle unter der Macht von Allah SWT. Die können sich nicht bewegen, ohne dass Allah SWT das will. Ja? Deswegen sollten wir hier als dritter Punkt, den dritten Nutzen von dieser Frage, festhalten. Zwei Gruppen sind in Irre gegangen bei diesem Thema. Die erste Gruppe sind die Al-Jabriya. Al-Jabriya sind diejenigen, die gesagt haben, der Diener hat gar keine Entscheidung. Das heißt, die verneinen, dass der Diener eine Entscheidung hat. Und sie haben all die Bewegungen und all die Handlungen von Diener zu was gemacht? Zwangsbewegungen, wie Augenzwinkern. Dein ganzes Leben sind all deine Bewegungen wie Augenzwinkern. Das heißt, du hast gar keine Entscheidung darüber, was du machst. Das ist eine Irrweg. Die anderen, Al-Qadariya, sie haben gesagt, dass der Diener ist derjenige, der seine Taten erschafft. Und das ist auch ein anderer Irrweg. Was haben Al-Sunna gesagt? Seid ihr dran? Antwortet der Qadariya und antwortet der Jabriya. Das haben Al-Sunna gesagt.
Der Mensch hat den freien Willen, also er begeht die Tat, aber nur mit Allahs Erlaubnis wird die Tat erst durch, also klappt das erst. Zu wenig. Zu wenig. Eine Sünde muss präzise sein. Ich wollte auch in dem Sinne sagen, Allah erschafft die Tat. Allah erschafft, nicht nur will. Achso, nein, hast du nicht, aber ja, durch die Kraft von Allah, die erschaffen, kommt er erst dazu. Genau. Allah ist derjenige, der die Taten und die Diener und den Willen, die Entscheidung erschafft und passiert auch nur durch sein Erlaubnis. Mhm. Und der Diener ist derjenige, der auch eine Entscheidung hat, die unter Wille von Allah ist, ja? Und hat eine Tat, zu dem ihm wirklich das zuzuschreiben ist. Und das ist die Antwort auf beide Gruppen. Auf beide Gruppen. Das heißt, er ist nicht gezwungen, die Tat zu machen. Und der kann auch nicht die Tat machen ohne Erlaubnis von Allah, ohne dass Allah ihn dazu das ermöglicht. Okay. Frage 154. Wie können wir auf folgende Frage antworten? Ist es nicht möglich, dass Allah all seine Diener zu gläubigen, rechtgeleiteten und gehorsamen Dienern macht, weil er dies liebt? Doch er ist fähig, dies zu tun, wie Allah sagt. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war und als Wächter darüber. So richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat und folge nicht ihrer Neigung entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit ihr euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. So wetteifert nach dem guten Ding. Zu Allah wird euer aller Rückkehr sein. Und dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Ayah, und wenn dein Herr wollte, würden wir für wahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Und weitere Ayah. Aber das, was er, Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihnen tut, ist das Ergebnis seiner Weisheit und das Zeichen seiner Herrschaft, Rububiyyah. Und Göttlichkeit, Ilahiyyah, sowie seiner Namen und Eigenschaften. Darum ist die Aussage von jedem, der sagt, warum sind Allahs Diener gehorsam und ungehorsam, wie die Aussage, warum zu seinem Namen der Schadenzufügende, Ad-Dar, und der Vorteilbringende, Al-Nafi'a, der Geber, Al-Mu'ti, der Nehmer, Al-Mani', der Erniedriger, Al-Hafir, der Erhörer, Al-Rafi', der Gewährer, Al-Mun'im, der Rächer, Al-Muntaqin, und so weiter. Dies ist so, weil seine Taten Voraussetzungen für seinen Namen sowie Effekte seiner Eigenschaften sind. Dementsprechend ist ein Einwand gegen seine Taten ein Einwand gegen seine Namen und Eigenschaften, ja gegen seine Einzigkeit und Wirklichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, preis sei Allah, dem Herrn des Thrones, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut, sie aber werden befragt. Das heißt, die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala ist so, dass er auch alle Diener, wenn er wollte, die wir sehen, dass die Sünde machen, wenn Allah wollte, dass alle Diener ihn einzig allein dienen und gehorsam sind, dann konnte er auch die Diener so machen. Und wir hatten ja schon mal gesprochen, dass Allah die Malaika so erschaffen hat, dass sie nur gehorchen. Aber es gibt die Weisheit. Es gibt die Weisheit, dass Allah die Diener so erschaffen hat, dass manche von ihnen glauben, manche von ihnen nicht glauben. Manche von ihnen gehorchen, manche von ihnen sündigen. Ja? Deswegen, Allah sagt uns im Koran, wenn Allah es wollte, dann hätte er euch eine gemeinsame Nation gemacht. Ja? Und Allah sagt ja auch im Koran, die Menschen waren ja eine Nation. Ja? Aber Allah hat in den Menschen
diese Verschiedenheiten der Macht, die verschiedenen Eigenschaften der Macht und die sagen, Fähigkeit zu entscheiden für das Gute und für das Schlechte, ja? Und auch die Rechtleitung und die Irreführung hat Allah subhanahu wa ta'ala so die Menschen so erschaffen, dass sie manche von ihnen rechtgeleitet sind, manche von ihnen irregeführt sind. Ja. Aber ist es in seiner Möglichkeit? Ist in seiner Möglichkeit. Aber er wollte das nicht. Und er hat die Weisheit dazu. Jetzt hier sagt der Verfasser, das, was er gemacht hat bei den Menschen, bei den Djinn, ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns erkennbar macht. Das ist sozusagen das, die Erkennbarkeit oder dieses Kennen von Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Namen und Eigenschaften. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat Eigenschaften der Barmherzigkeit. Er hat aber auch Eigenschaften des Rächen und des Bestrafen. Und so durch diese Eigenschaften wird der Diener, der Gläubige, sozusagen befestigt und stärkt seinen Glauben durch Furcht von Allah subhanahu wa ta'ala. Furcht von was? Furcht von Bestrafung. Das heißt, es muss eine Bestrafung geben, damit man diese Furcht hat, was zum Glauben gehört. Ja. Und muss auch diese Barmherzigkeit da auch sein, damit man was? Damit man an diese Barmherzigkeit Hoffnung hat und das anstrebt. Und deswegen gibt es auch welche, die bestraft werden. Und so ist es sozusagen seine Weisheit, dass wir Allah dadurch kennenlernen, durch diese Eigenschaften, Eigenschaften der Barmherzigkeit, Eigenschaften der Bestrafung. Und auch das Dienen von Allah subhanahu wa ta'ala. Eigenschaft, die Uluhiyya von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salam. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, der zu Recht gedient wird. Deswegen, das Halten an die Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig allein anbeten, ja, das ist ja so ein Ergebnis davon, dass zum Beispiel wir Anbetungen haben, die damit zu tun haben. Das heißt, La ilaha illallah. Wie willst du La ilaha illallah verwirklichen, wenn es nicht den Kufr gibt? Also, ja, es gibt, du sagst, es gibt keinen Gedienten zu Recht außer Allah. Wie willst du das verwirklichen, wenn es nicht die Götterei gibt und falsche Gediente und so weiter? Deswegen, das ist auch, das gehört dazu, das gehört zu der Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es so auf diese Art und Weise gibt, diese Unterschiede. Damit man durch die Gegensätze sozusagen dann auch die Wahrheit erkennt über Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der sozusagen der herrscht und lenkt. Ja? Und zu seiner Lenkung gehört nicht nur Geben. Zu seiner Lenkung gehört auch das Bestrafen. Zu seiner Lenkung gehört auch Nutzen bringen. Schaden abwenden. Und sozusagen bewahren. Ja? Wenn all diese Taten von Rububiyya, von Allah subhanahu wa ta'ala gibt, dann muss auch dann die Anlässe dafür geben. Anlässe für Bestrafen, der Kufr, die Sünden. Anlässe für Bewahren der Gläubigen, ihre Gottesfurcht. Und auf der anderen Seite die Ungerechtigkeit und diese Feindlichkeit zu den Gläubigen und so weiter und so fort. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen macht. Das heißt, alles gehört zu was? Zu einem System, was sozusagen zu verstehen ist. Man betrachtet nicht die Sache so von einem Winkel, so einem kleinen Winkel und sagt, na, warum gibt es jetzt nur das und das? Denkt man so, man hat ein Chaos. Man hat ein Chaos. Man hat sozusagen den Gedienten kennengelernt.
ja, durch seinen Namen eingeschaffen. Deswegen wäre die Frage falsch zu stellen, dass man sagt, warum gibt es gehorsame Diener und ungehorsame Diener. Als ob du sagst, warum gibt es diese Eigenschaft von Allah subhanahu und diese Eigenschaft. So was stellt man nicht die Frage über Allah subhanahu. Ja? Warum erschafft Allah Paradies und erschafft Allah subhanahu. Das sind Fragen, die man nicht stellt. Ja? Deswegen ist es möglich in der Macht von Allah subhanahu, dass er alle Recht leitet, aber Allah subhanahu hat was? Hat Weisheit. Jetzt zu den Nutzen. Erstens, der Glaube an die vollkommene Weisheit von Allah subhanahu. Das beantwortet immer alles. Weil die Weisheit der Menschen und das Nachdenken über die Weisheit von Allah ist sowieso beschränkt. Aber hier hilft dir nun weiter was? Der Glaube an die Weisheit von Allah. Auch wenn du nicht dahinter kommst. Weil Allah macht nicht etwas ohne Weisheit. Deswegen die Engel, als die Spezies Söhne Adams, also Adam, erstmal Adam, als er erschaffen wurde, die haben nicht verstanden. Du bringst jetzt auf die Erde jemanden, der was? Der Blut vergießt. Was sagt Allah? Ich weiß, was ihr nicht wisst. Was? Hier ergibt man sich für was? Weisheit von Allah. Und was sagen die Engel? Yom Qiyama, wenn die Taten der Diener gewogen werden, ich muss ihnen ja Warnung geben, die diese Diener, Taten von Diener reichen, dann werden die Waage gestellt, die sozusagen, wenn die Himmel und Erde in diese Waage gebracht werden, dass die Himmel und Erde schwerwiegender als Himmel und Erde ist, sagen die Diener, oh Allah, wir haben dich nicht wirklich angebetet, wie es dir gebührt. Die erkennen, was für Weisheiten dahinter gesteckt hat, Diener also Menschen zu erschaffen. Jetzt der zweite Punkt, zweite Nutzen, die Weisheit von Existenz des Übels in den Geschöpfen. Was ist die Weisheit? Oder was gehört zu Weisheiten für die Existenz von Übel in den Geschöpfen? Erste Sache. Durch Existenz von Übel verwirklichen sich Anbetungen von Allah subhanahu. Ohne diese Übel, ohne dass diese Übel existieren, würden diese Anbetungen zu Allah subhanahu nicht existieren. Wie zum Beispiel Allah zu dienen mit Verabscheuung des Kufrs, Verabscheuung von des Übel. Weil die festeste Handgabe in Iman, sein Iman ist so fest, wenn du für Allah liebst und für Allah verabscheust. Wenn du nicht Übel hättest, hättest du nicht diese Anbetung, die im Herz existiert, das Verabschieden des Übels. Das ist eine Anbetung, womit man Allah näher kommen kann. Das ist eine Anbetung. Die zweite Anbetung ist, das Übel zu beseitigen. Das ist eine Anbetung. Viele denken nicht danach. Viele haben die Einstellung, ja, soll doch übel bleiben. Ja, ich gehe meinen Weg und der Übel geht an mir vorbei. Nein, die Anbetung, Allah zu dienen, ist dieses Übel zu beseitigen. Das ist die Beseitigung von Schaden. Ja. Drittens, alles jetzt Anbetung. Ne? Ohne Existenz von Übel kommen diese Anbetungen nicht. Die Anbetung von Sabr. Stell dir mal vor, was ist die Belohnung von Sabr? Ja. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Die Geduld wird so, Allah damit
belohnen, ohne Rechnung, ohne Anzahl. Wie Gelehrte gesagt haben, wird in deine Waage gegossen. Woher kommt Sabr, wenn es nicht das Übel gibt? Ja? Machen wir hier Schluss, inshallah.